sind gerade in Bodrum losgefahren und ich weiß gar nicht, ich hab's gar nicht mitbekommen. Plötzlich war auf dem Seitenstreifen ein anderes Auto und da waren irgendwie zwei junge Frauen draußen, eine saß noch drin und ey, wartet, haben uns sozusagen ausgewunken und dann haben wir gehalten und dann kamen sie irgendwie zu dritt zu unserem Auto und haben uns jetzt hier, haben gesagt, this is a baklava from Antis oder irgendwie so. Yeah. Und we just want to give you a present. Und jetzt haben die uns... Ah, wow, das ist so mit... Ey, das ist nicht Baklava. Ja, das ist Baklava, ja, genau. Das ist Baklava. Oh, geil, ey. Der Hammer, oder? Der Hammer. Geil. Hey, voll mit Pistazien. Wow, ey. Ich weiß, ey, ich bin absolut sprachlos. Wir warten gerade, dass die Bremsen kalt werden. Wir sind, geht es 8 Kilometer am Stück bergab mit Serpentinen und 8% Steigung oder Gefälle besser gesagt. Und irgendwie jetzt auf so der Hälfte der Strecke. Wir haben sehr viel mit dem Motor gebremst und haben auch immer nur kurz und kräftig gebremst von den Serpentinen. Aber wir haben beide die Bremsen gerochen. Jetzt sind wir rechts rangefahren und jetzt lassen die Bremsen mal ein bisschen abkühlen. Also es ist irgendwie 23 Uhr. Ja, wir sind auch nur noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten von unserem Schlafplatz entfernt, wo wir hinwollen. Aber wir chillen jetzt hier irgendwie. Schöner wieder an der Schnellstraße. Eigentlich könnten wir mal schön Armbrot machen oder so. Ja, so ist das halt mit alten Autos. Ja, mal wieder. Wir stehen schon wieder. Sind schon wieder rechts rangezogen. Hier geht's total steil bergab. Keine Ahnung. Aber es ist halt in der Türkei, sind schon so viele Straßen gefahren mit mindestens 8% Steigung. Aber das Schöne ist irgendwie, man hat ja auch die Zeit und man wird auch irgendwie entspannt. Irgendwie ist es lustig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir schon eine Stunde hier stehen. So, wir haben jetzt einen ganz guten Stellplatz gefunden. Wir sind jetzt in der Nähe vom sogenannten Butterfly Valley. Und irgendwie ist es schon recht spät. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. 9 Uhr. 9 Uhr ist es schon. Aber wir haben jetzt trotzdem noch Bock. Wir haben uns heute mal wieder zwei Doraden gekauft. Malte macht draußen Lagerfeuer. Ich salze die jetzt hier einfach nochmal und packe ein paar Zitronenscheiben rein. Dann haben wir noch, das lieben wir hier in der Türkei, hier gibt es so grüne Peperoni und die rösten wir jetzt einfach auch ein bisschen auf dem Grill mit ein bisschen Olivenöl und Salz und zwei Auberginen. Knoblauch ist wichtig. Gutes Olivenöl von Christo noch aus Griechenland. Fertig. Ich würde den schon noch mal 2 Minuten von allen Seiten, beiden Seiten noch geben. Okay. Da siehst du sie. Guck mal. Okay, jetzt hast du den Kopf zu. Guck mal, du siehst sogar beim Schatten die. Geil. Was machen wir jetzt? Wir wandern jetzt runter zum Butterfly Valley. Genau, und irgendwie, also wir haben hier gerade in der Nähe übernachtet und sind davon ausgegangen, dass man da runter wandern kann. Jetzt haben wir gerade rausgefunden, dass der Weg sehr schwierig sein soll und dass man da eigentlich mit dem Boot hinfährt. Aber wir checken jetzt einfach mal den Anfang aus und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, und dass der gesperrt wurde, weil es zu so vielen tödlichen Unfällen drauf gekommen ist. Ja, aber wir haben gerade gefragt, einen Einheimischen, und der meinte, nee, man darf da runter. Wir werden sehen. Hier unten, was man jetzt nicht sieht, hier ist das Butterfly Valley und hier drüben die Wand, die geht einfach 400 Meter nahezu senkrecht in die Tiefe. Von hier aus sieht man jetzt da unten den Strand, aber da liegen halt irgendwie 5 Partyboote in einer Reihe und es sieht nicht so aus wie irgendwie so eine schöne, ruhige Bucht, sondern eher wie ein Partyausflugsziel. Und es geht hier einfach echt auf beiden Seiten super steil runter. Ich bin gespannt, ob wir einen Wanderweg finden, mit dem man irgendwie, an dem man runterkommt. Also sonst müssen wir ein Boot nehmen. Ich weiß nicht, wie tief es runtergeht, aber ich merke, ich hänge an meinem Leben, weil irgendwie ich kriege weiche Beine, wenn ich stehe.
Okay, wir werden jetzt leider aufgeben, hier den Pfad runter zu klettern, weil wir haben gerade einen Türken getroffen, der hat das auch versucht und der ist wieder zurückgekommen. Und hier haben sie einen Teil der Strecke mit Stöckern geblockt und hier waren früher Seile gespannt, damit man besser hoch und runter kommt. Und letztes Jahr ist eine Frau gestorben dabei und deswegen haben sie die Seile runtergenommen. Und jetzt muss man hier total kraxeln ohne Seile und teilweise haben sie den Weg blockiert und deswegen werden wir das jetzt einfach sein lassen. Das ist einfach zu gefährlich und es sind 34 oder 35 Grad. Ich bin weder körperlich noch geistig auf der Höhe. Ey, es ist so heiß. Wir sind ja, im Endeffekt sind wir ja nicht mehr runtergegangen zum Strand im Butterfly Valley und wir flüchten jetzt in die Berge. Wir halten es einfach nicht aus. Es ist irgendwie einfach zu heiß und wir sind schon die ganze Zeit am Bergauffahren und jetzt haben wir hier am Straßenrand einen Wasserfall entdeckt und jetzt kühlen wir uns erstmal ab. Wir sind auf 1300 noch was Metern oder so und ey, es ist so ein genialer Unterschied von der Temperatur. Es ist so angenehm. Ich weiß gar nicht, wie warm es jetzt hier ist. Vielleicht irgendwas mit vielleicht 25 Grad oder so. Wir sind jetzt einfach hier in so ein Forstgebiet gestellt und genau. Jetzt hängen wir uns gleich mal hier noch eine Hängematte auf und chillen erstmal. Super geil. Ich kann auch wieder, jetzt fängt das Gehirn wieder aufzuwachen und jetzt können auch wieder. Wir schon so richtig auf die kühle Nacht mit. Ungefähr was eigentlich? 15 Grad. Aber wir haben seit dem Gebirgsbach von einer Stunde keinen Schweißausbruch mehr. Ja. Noch 50 Kilometer vom Uyuk Tepe entfernt, beziehungsweise vom Fuß, da ist ein kleines Dorf davor und da wollen wir hinfahren und von da aus dann so einen kleinen See wandern und dann gucken, ob wir auf die Spitze kommen, als quasi ein kleines Abkühlungsprogramm für das heiße Meer der letzten Woche. Willkommen im Chaos. Wir tauschen jetzt hier eine der Schienen von den Schubladen, weil anscheinend ist die mal aufgeknallt, als es nicht richtig zu war oder beziehungsweise nicht zu war und wir losgefahren sind und es hat sich verbogen und da fallen die Kugellager raus und jetzt kommt eine neue Schiene rein. Die haben wir hier in der Türkei gekauft, die ist ein bisschen breiter, ein bisschen kräftiger und es ist auch unsere größte Schublade und die wird jetzt ersetzt und da kommt eine neue rein. So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Jetzt probiere ich die Schublade wieder reinzusetzen. Das Problem ist, dass das tatsächlich Millimeterarbeit ist. Und wenn ich mich vermessen habe, dann... So, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt habe ich eingelassen. Ja, super. Ja, leider haben wir seit ein paar Tagen das Problem, dass die Motortemperatur
so hoch ist und deswegen müssen wir ganz viel Pausen machen. Und das machen wir am liebsten, indem wir einen Chai trinken, wie es überall in der Türkei angeboten wird. Das Coole in der Türkei ist, dass es echt, es gibt so oft öffentliche Wasserstellen und wir haben jetzt wieder eine gefunden. Richtig Druck drauf. Ah, okay, cool. Mit super Wasserdruck und jetzt füllen wir mal wieder Wasser auf. Ja, Gott sei Dank haben wir ein Wasserdieb dabei, weil da kann man auch an Sachen den Wasserschlauch anschließen, der kein, das hat einfach hier unten eine normale Kupplung, das kein normales metrisches oder zölliges Gewinde hat. Und dann funktioniert es trotzdem gut. Hier. Perfekt. Wassermarsch. Sind auf wie viel Meter? 1800. 1800 Metern und da hinten ist der Gipfel des Uiluk Tepe. Leider gibt es hier keinen Wanderweg und wir versuchen jetzt einfach mal auf Ziegenpfaden da hochzukommen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Also die Ziegenpfade gehen wahrscheinlich nur bis 2400 Meter. Ja, also ja. Wir werden wahrscheinlich gar nicht bis nach ganz oben kommen, aber wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Genau. Die haben sich hier alle in der Höhle versammelt. Geil! Das ist deren Unterstand. Ist ja geil, das ist sozusagen da, wo die sich verstecken. Ich glaube, da verbringen die auch die Nacht. Krass. Das ist wie deren Stall. Das ist die steilste Passage. Wuhu, wir sind auf dem Gipfel. Nicht. Wir sind auf einem Gipfel. Wir sind nicht auf dem Uluk Tepe. Man darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber wir haben uns so ein bisschen verlaufen. Das passiert, wenn man keine Wanderwege hat. Genau. Der Gipfel ist nämlich eigentlich da hinten. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil wir hatten hier auch eine richtig schöne Wanderung und haben hier einen super Ausblick in das Tal auf der anderen Seite und es war schön kühl. Und genau, hier ist die Aussicht. Ups! Hier hat man. Und wir sind auch auf fast 2,8. Genau, man hat hier einen wunderschönen Rundumblick. Überall. Und wir sind auf 2760 Metern. Wir sind zurück am Auto und wir haben jetzt entschieden, dass wir noch versuchen, zu dem See zu fahren. Weil es einfach so ein toller Spot zum Übernachten ist. Allerdings ist die Straße, sag ich mal, etwas herausfordernd. Also mit großen, groben Steinen und so weiter. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Hier ist so ein Riesenstein. Mal gucken, wie das ist. Weiter. Mit der Vorderachse war es jetzt kein Problem, ne? Aber falls ihr das Differential